Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Mass Effect Andromeda. Wie man unschwer erkennen kann, ich bin Master of Halo. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit Scott. Ja, ich würde sagen Scott Ryder. Dieser Schwierigkeitsgrad. Nö, ich würde sagen, wir spielen auf Extrem. Ich will nicht, dass es zu einfach für uns wird. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Ich denke, ich schweige mal. Und wir gucken mal, was da so kommt. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte beginnt mit. Da habe ich jetzt gerade weggeguckt, ich Idiot. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück. Unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Okay. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten. Andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Nettes Schiff. Im Jahr 2185 lebt die Menschheit in einem goldenen Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter außerirdischer Ruinen auf dem Mars brachte unsere wissenschaftlichen und technologischen Erkenntnisse um Jahrtausende nach vorne. Während viele die neuen Freiheiten und Herausforderungen bei der Erkundung der Milchstraße ausleben, drängt es andere zu noch weiter entfernten Sternen. Für die 100.000 Abenteuer, die diese unnötige Körben. Da habe ich zu langsam gelesen. Ihr könnt ja mal auf Stopp drücken und zurückspulen. Das kann ich natürlich hier nicht, während ich das Spiel spiele. Okay. 634 Jahre später. Datum. 0 Stunden, 0 Tage. Okay, sind wir da gerade aus dem Kryoschlaf erwacht? Arche Hyperion, Belegung 20.000 menschliche Kolonisten. Erinnert mich gerade an Alien Covenant. Die hatten ja auch, glaube ich, 2000 Kolonisten an Bord. Andromeda-Galaxie. Zielort Habitat 7 im Helios-Cluster. Hyperion Cryogenics. So, ich schweige und höre mal zu. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder Scott, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ach, die kennen wir doch.
Scott Ryder. Mal sehen, wie es Ihnen geht. Hierhin sehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei Ihnen klingt das alles so einfach, nicht wahr? Die Wahl des Tons hilft, Ryders Persönlichkeit zu definieren. Wahl des Tons. Emotional, logisch, zwanglos, professionell. Einfach. Macht keinen Spaß. Selbst wenn es das nicht wird, wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Sehen Sie hierher. Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Ja, ich bin voller Taten dran. Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sichergehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen, theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Ich bin voller Tatendrang. Ich bin bereit. Bestätige. Ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Koffein hat mich schon immer aufgeputscht. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Ach, oh Scheiße, was ist das? Ich würde sagen, das haben sie nicht kommen sehen. Oh. Was ist hier los? Festhalten! Maschinenraum, Bericht! Halt dich irgendwo fest! Auf der Kryostation ist die Schwerkraft ausgefallen. Ah, pass auf die Spritze auf! Ich bin so gut wie drin! Halten Sie durch! Was denn jetzt? Ah, okay. Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Ist allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wir... Wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Natürlich, meine Schwester. Was auch sonst. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich muss mir... Ich will mal gerade, Einstellung, Audio, mal was verändern. Die Synchronisation des Prozessors dauert einen Moment. Sind die Dichtungen beschädigt? Nein. Es scheint alles intakt zu sein. Irgendwas stimmt mit meinem Sound nicht. Ich muss das leider gerade erstmal... vielleicht hilft das ja. Also? Scott. Ja. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon.
Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. So. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Wie sollen wir weiter vorgehen? Wir lassen vorerst alles, wie es ist, aber ich will eine Runde um die Uhr überwachen. Wir wissen nicht, ob es da oder ob es eingestellt ist. Hallo, ich bin Gian Garth, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Vorbehaltlich der finalen Einschätzung des Pathfinder-Teams wurde Habitat 7 als wahrscheinlichster Kandidat für eine Kolonisierung ausgewählt. Klingt ja einfach. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist die Arche Hyperion mit der menschlichen Population an Bord. Die salarianische Arche Passero ist im Jahr 2185 aufgebrochen. Im selben Jahr haben auch das Schiff der Asari, die Arche Lucinia sowie die turianische Arche Nathanos die Reise angetreten. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedelung einzuschätzen. Jeder Arche geht ein Pathfinder voran, der die jeweilige Spezies repräsentiert. Der derzeitige Pathfinder der Arche Hyperion ist Alec Ryder. Laut aktuellem Dienstplan sind Sie dem Pathfinder-Missionsteam zugeteilt, Specialist Ryder. Cool. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Hyperion im Helios-Cluster eingetroffen. Weitere Missionsdetails sind aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar. Als Aufklärungsexperte ist es Ihre Aufgabe, die Einschätzung goldener Welten durch Erkundung, Kartierung und wissenschaftliche Analysen zu unterstützen. Ihr derzeitiger Befehl lautet, sich auf der Kommandobrücke zum Dienst zu melden. Gehen wir mal raus. Stopp, da war doch noch... Das klingt toll, oder? Die Andromeda. Aufklärungsexperte Ryder. Laut aktuellem Dienstplan sind Sie dem Pathfinder-Missionsteam zugeteilt. Wählen Sie bitte ein Thema. Da. Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentrale Anlaufstelle. Die derzeitige Position der Nexus ist unbekannt. Der Status der Außenposten ist unbekannt. Nett. Dann gehen wir mal raus. Datenpad. Nachricht von Captain Dunn. Achtung, Besatzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollen. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Das mit der Stasi befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein außergewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit geprüft. Mehr dazu in Kürze. Alles klar. Oh, ich finde cool, dass die Sachen hier aufblinken. So, Nachricht von Gene Garson. Hallo Reisender und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stase erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie Hyperion verlassen und zu tausenden anderen Kolonisten stoßen. Sie werden Ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem Sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Julian Gars, Gründerin der Andromeda-Initiative. Das scheint perfekt zu sein. Fischer. Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder keine Ahnung. Okay, da ist mein Ziel. Ich sehe es. Kirkland. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. So. Sind Sie bereit? Wow.
Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hey, du kümmerst dich hier. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Alles klar. Ryder, versuchen Sie, die ganze Leitung zu scannen. Lily 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Was soll ich tun? Ach, okay. Ich soll eine Override. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Oh oh. Es klappt. Wir sind im grünen Bereich. Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können. Ja, machen wir doch gerne. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Dann go. Das war knapp. Alles okay? Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das wird erforderlich sein. Das. Eigenes Tracking Logs. Aufbruchprozeduren bestätigt 2185. Dann geht's weiter. Speichern. Kursabweichung korrigiert. Okay. Kurs korrigiert direkt im gleichen Jahr. In Ordnung. Gitterfehler gespeichert. Reparatur fehlgeschlagen. Zielflugbahn bestätigt. Das war vor fast 400 Jahren. Zielflugbahn bestätigt. Da ist Aufheben aktiviert. Nächstes Arsch. Dann kam der Fehler. Das sieht nicht gut aus. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann. Bahnkonsole. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannte Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Was auch immer das ist. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Fester Boden ist immer gut. Mein Vater hat nicht ganz unrecht. Fester Boden klingt im Moment ziemlich gut. Ja, ziemlich aber... Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Nett. Wir kommen raus! Der sieht nur ein bisschen älter aus. Mein Zisch. Gott! Ist das unsere goldene Welt? Was ist das? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Sieht aber irgendwie nicht so neu und nett aus. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Sieht schlimm aus. Stimmt. Der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert. Jemand muss dahin. Und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht... Wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht?
Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. War ziemlich autoritär, mein Vater. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Sieht echt seltsam aus, die Erde. Die neue Erde, muss man dazu sagen. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja, und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Okay, Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Datenpad. Handbuch für Pathfinder-Teams. Einführung. Als Mitglied des Pathfinder-Teams spielen Sie eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Das Team muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Statusverfolgung goldener Welten, Aufklärung, Kartografierung bekannter Gebiete, Planeten und Himmelskörper, wissenschaftliche Analyse und Entdeckung neuer Phänomene, potenzielle Erstkontakt mit Fremdspezies, Aufnahmen diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen und allgemeine Unterstützung von Siedlungen aus Posten. Ja, fast so wie mein Job, den ich als Systemmerchandiser habe. Bei mir in der Firma. Kann ich untersuchen. Durchhalten, Sarah. Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Tut mir leid. Ups. Das wollte ich nicht. Erledigt. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. M3 Predator. Ich hoffe, ich werde das Ding nicht brauchen. Pistole, okay. Pathfinder Feldhandbuch. Protokoll bei Erstkontakt. Sollte ein Mitglied des Pathfinder-Teams auf intelligentes außerirdisches Leben stoßen, muss das Erstkontaktprotokoll strengstens eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihren zentralen Werten. Aggressive Handlungen gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig feindselige Absichten an den Tag legen. Und wenn Mitglieder des Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzungs- oder Todesgefahr befinden. Ja, nicht so wie die bei dem neuen oder aktuellen neuen Film von Ridley Scott, Alien Covenant. Die gehen einfach, landen einfach auf einem Planeten ohne Helm, ohne Sauerstoff, sonstiges. Nicht hey, abgesichert. Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja, wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Schwer zu sagen. Die Sensoren kriegen keine klaren Werte von dem Planeten rein. Nun, dann bleibt die Sache zumindest interessant. Ja, es wäre doch schade, wenn das viele Training nicht zum Einsatz käme. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Fischer. Ryder? Hey, Fischer, wie geht's? Ich habe von der Brücke Leuten hören, dass Ihr Vater und der Captain in dieser Sache nicht einer Meinung sind. Der sollte sich mal umdrehen, wenn er mit mir redet. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Genau. Und es hat auch niemand gehört, wie Sie sagten, dass Sie festen Boden unter den Füßen bevorzugen. Noch ein Gerücht. Zum Glück hat Dan eingelenkt. Ihr Dad ist der N7 hier. Er hat die meiste Erfahrung und er ist der beste Schütze. Ich gehe dahin, wo er hingeht.
Ich habe so das Gefühl, der wird uns leider relativ früh verlassen. Der Glücksstein. Ah. Ihr Vater war auf der Erde Bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Huh? Das hier ist die komplizierteste Reise, die je unternommen wurde. Da kann nun mal nicht alles glatt laufen. Zumindest können wir jetzt beweisen, was in uns steckt. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Ehrlich gesagt, esse ich lieber, als gegessen zu werden. Ach, man ist erst dann ein echter Entdecker, wenn man ein paar Narben hat. Oder Bissspuren. Alles klar. Machen wir uns auf den Weg zum Shuttle. Okay. Die Zwischensequenz oder die Gespräche sind echt gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, auf welchem Patch ich gerade spiele, ob das schon 1.5 oder sogar 1.6 ist. Ich habe das Spiel heute installiert. Braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Uns erwartet ein historischer Moment. Haben Sie schon ein Zitat parat? Ein kleiner Schritt. Ich denke, diese Ehre gebührt Ihrem Vater. Irgendwie merke ich da Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Sie würde nicht wollen, dass wir uns Sorgen machen. Du hast recht. Die Mission hat Vorrang. Auch wenn eure Mutter dem wohl kaum zugestimmt hätte. Ich habe ihr versprochen, euch sicher hierher zu bringen. Okay, hat er halb geschafft. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben. Dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was Sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Auf geht's, die Shuttles. Jo. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Deswegen geht es genauso aus wie in den anderen Mass Effect-Teilen. Das kommt uns bekannt vor. Sehr episch, das Ganze. Alte Imperion, hier Shuttle 1. Wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2, folgt mir. Viel Glück, Pathfinder Team. Das wird gleich lustig. Wir gehen auf Vektor 135. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an. Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst. Halten Sie sich fern. Und nicht, dass wir gleich das einen Shuttle verlieren, das ist ja oft so. Hier ist ganz schön was los. Gravitationsanomalie. Ich würde meinen Magen sehr begrüßen. Das war's. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Festhalten, ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört.
Die Steuerung macht, was sie will. Anflug weg. Heilige. Shuttle 2, sehen Sie das auch? Bestätige. Von hier aus sieht das nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Was zur Hölle? Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, hier Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Heiliger Schwung. Beschleunigung erhöht sich. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Bring das in Ordnung! Erreicht tödliche Geschwindigkeit. Sam! Das war ein bisschen lustig. Sowas will ich auch haben. Kann man bestimmt die Kratzer vom Handy-Display schön glatt ziehen. Okay. Wow, sieht richtig geil aus. Ryder hier, bitte komm! Hyperion, Sam, hört mich jemand? Vergessen Sie's, Ryder! Sam ist offline! Der Comlink ist tot! Wir aber erstaunlicherweise nicht! Was ist mit den anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Der Shuttle ist auseinandergebrochen. Und. Was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Eindeutig nicht. Wir brauchen wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich hab schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja... Jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Ja, und mit diesem Bild, Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Krass. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? Gut, ich mache hier mal einen kurzen Cut, bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Let's Play Mass Effect Andromeda. Diese Bauwerke, die wir beim Anfang...